Die erste Falte. Die einzige komische Oper des berühmten Musikpädagogen, Mitbegründer des Konservatoriums St. Petersburg und einer der Väter der russischen Klavierschule, Theodor Leschetizky. Das Libretto stammt aus der Feder von Salomon Hermann von Mosenthal, berühmt für seine Bearbeitung der lustigen Weiber von Windsor. Uraufgeführt 1867 in Prag, machte es schnell die Runde auf den deutschsprachigen Opernbühnen, unter anderem Staatsoper Wien, Nationaltheater Mannheim, bis es nach knapp 20 Jahren 1883 aus den Spielplänen verschwand. 130 Jahre danach hat die Karlsruher Salonoper das Stück wiederentdeckt und zum 100. Todestag des Komponisten auf die Bühne gebracht. Der Einakter, Aufführungsdauer ca. 2 Stunden mit Pause, ist temporeich. Das Thema zeitlos, der Schönheits- und Jugendwahn, wobei eine erfundene Falte als Handlungsmotor im Mittelpunkt steht. Sieh doch, Monsieur Simon, mir Geld zu bieten. Der Wechsel zwischen Sprechpassagen und Gesang unterstreicht die Leichtigkeit und Verständlichkeit des Abends. Und ob ich laufe kann. Das Bühnenbild ist an den Stil des biedermeierlichen Miniaturpapiertheaters angelehnt und kann für verschiedene Bühnengrößen variabel aufgebaut werden. Die Figuren entspringen der klassischen Commedia dell'arte, ein hohes und ein Dienerpaar. Das Opernsängerquartett, dazu eine Pianistin. Damit ist diese Kammeroper auf Gastspiele und Tourneen ausgelegt. Zur umjubelten Premiere schrieb die Presse, Badische Neueste Nachrichten, stürmischer, lang anhaltender Applaus, begeisterte Bravo-Rufe, strahlende Darsteller. Badisches Tageblatt, begeistertes Opernpublikum spendet minutenlangen Applaus in vollbesetzter Jahnhalle. Sänger und Pianisten verschmelzen zu einer Einheit. Pointierte Sprechpassagen und unerwartete Wendungen geben dem vergnüglichen Einakter besonderen Pfiff.